Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Episode 17 meiner Sims 2 Random Legacy Challenge. Aber wir sind im falschen Stockwerk. Hier ist der gute Gordon. Kommt gerade aus der Bibliothek. Und er hat das nächste Jahr erreicht. Ja, jetzt haben wir hier Sophomore Year oder wie auch immer man das dann nennt. Ich kenne mich so nicht so wirklich in dem System von amerikanischen Colleges aus. Was ich gerne mal probieren will in dieser Episode ist, ich glaube, da bahnt sich was an hier. Gordon hat gleich ein Techtelmechtel mit Marsha. Ja, er hat ein Techtelmechtel mit Marsha. Das ist natürlich viel wichtiger als, was ich eigentlich vorhatte gerade zu erzählen. Komm. Get it on. Yeah. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die miteinander irgendwann in der Kiste landen. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Alles klar. Ja, dem geht's gut. Mach erstmal dein Bett und dann nimm eine Dusche und geh auf die Toilette und mach die Toilette sauber. Aber was ich erzählen wollte, ich würde gern versuchen, in dieser Folge irgendwie die Secret Societies irgendwie zu finden und dann auf die Secret Lots zu kommen. Dazu muss ich drei Leute finden, die diesen Secret Societies angehören. Die sollen irgendwie laut, ja, Internet irgendwie irgendwelche tollen Anzüge anhaben. Ich habe die bisher noch nicht entdeckt. Ich weiß nicht, ob die besonders auffällig sind, aber ich schätze mal, die sehen dann alle mehr oder weniger gleich angezogen aus. Und wenn man sich mit dreien von denen anfreundet, dann kann man auf das Secret Lot. Und das will ich unbedingt schaffen, weil auf dem Secret Lot findet man dann nämlich auch diese Resurrector-Nomitrons, so wie sie, glaube ich, heißen. Und damit könnte ich seine Mutter wiederbeleben. Also Gordons. Und eigentlich auch seinen Vater. Und das möchte ich einfach mal ausprobieren, ob ich das irgendwie schaffen kann. Das ist jetzt zwar nicht mehr sein Wunsch, dass er sie wiederbelebt, aber das hält mich ja nicht davon ab, es einfach zu versuchen. So, außerdem, was hat er noch für Wünsche? Er will ein Auto, er will einen Dance Contest gewinnen. Das ist sogar schon gelockt, okay. Er will Electronic Entertainment kaufen. Ein Game kaufen, das mindestens 800 Simoleons kostet. Und einen Bubble Blower kaufen. Er braucht nicht großartig im Moment irgendwelche Sachen oder irgendwelche Aspirations, weil er ist einfach schon maximal ausgelastet. Okay, was hat er jetzt gerade geschafft? Gain the Point of Cleaning Skill bei Cleaning. Ja, okay. Das ist cool. Wann ist seine nächste Vorlesung? Von 11 Uhr vormittags bis 1 Uhr nachmittags. Das heißt, ich habe noch etwas Zeit. Er hat nämlich auch richtig viel Energy. Ja, da kann man mal gucken, ob wir vielleicht irgendwie auf ein anderes Public Lot gehen und mal gucken, ob wir irgendwie Leute finden, mit denen wir uns unterhalten können. Was, Tutor? Ach, nein, 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 du sollst nicht. Hier, du kannst Tutor Marion for Simoleons. Okay, man kann also Leuten helfen, ihre Hausaufgaben zu machen und dafür Geld verlangen. Man kann es auch für Nicht-Geld, also für umsonst machen und man kann irgendwie das. Warum sollte man das Assignment selbst machen? Was sollte das bringen? Also, ich meine, dafür kriege ich ja nichts, oder? Also, es muss irgendeinen Sinn geben dahinter. Egal, wir gehen jetzt einfach mal, weil ich es kann. Zack. College? Nee. Walk to Lot, Community Lot. So, du gehst nicht zum Computer. Bababam. Wir gehen SimCity University. Okay, oh, da kann man was kaufen. Ja, dann gehen wir doch da mal hin. Gehen wir doch da einfach mal hin. Ich gehe einfach mal die ganzen Lots besuchen. Dann locke ich mal das hier.
Okay, was haben wir denn hier? Das sieht eher Flower Power mäßig aus. Okay. Also es sind einfach nur vier verschiedene Shops oder was? Also so eine Art Mall? Okay, was macht er jetzt? Er geht Billard spielen. Ne, das will ich aber eigentlich nicht. Was kann man denn da kaufen? Ach, man kann Videospiele kaufen. FIFA 08 und Command & Conquer 3 Tiberium Wars. Ja, das ist wirklich 2007, 2008. SimCity 4 Rush Hour, The Sims Bustin' Out. Was gibt's da? Dasselbe? Ja, Red Race. Nee, das sind Filme. Mode Life, Hype oder Magazines. Okay. Nee, ich wollte eigentlich eher irgendwelche. Was gibt's da? Ist das dasselbe? Ja, das ist dasselbe. Spiel mal ein bisschen Flipper. Aber eigentlich habe ich ja versucht, würde ich ganz gerne irgendwelche. Irgendwelche Secret Society Members finden, aber vielleicht sind die auch selten. Das kann ja auch sein. Ich habe nicht nachgeguckt, wie die aussehen. Deswegen hätte ich vielleicht mal tun sollen. Dann wird es schneller gehen. Aber es ist ja auch Teil des. Ah, da ist einer. Da ist einer. Bin ich mir sicher, dass das einer ist. Der läuft im Anzug rum. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das keiner ist. Talk Chat. Geh halt weg. Komm, wir kriegen das schon noch hin. Wir kriegen uns irgendwie mit dem befreundet. Gucken, was passiert, wenn ich ihm einen Joke erzähle. Der ist nicht so wahnsinnig mein Typ. Als Kumpel, als Freund. Aber wir werden es schon irgendwie schaffen. Daryl has class in 1 hour. Ach Mist. Na gut. Wie weit bin ich gekommen mit ihm? Wo ist er denn jetzt? Ja, hier. 55. Ja, okay. Er ist nicht mein Freund, aber könnte sich ja trotzdem entwickeln. Vielleicht fragt er mich ja auch irgendwann, oh, da ist Marsha, ne? Ja. Ja, er ist wieder da. Er war in Class. Alles klar, dann ist jetzt aber tatsächlich Zeit, um College Assignments zu machen. Du bestellst jetzt hier nichts zu trinken.
Ah, da ist er wieder. Oder ist das ein anderer? Ne, das ist derselbe. Wo ist er? Oh, da ist wieder ein Scharlatan. Da drüben ist er, okay. Gut, dann wird er erstmal weiter mit ihm reden. Der Scharlatan, mit dem werde ich sicher jetzt nicht zocken. Da ist er. Mach mal langsam. Talk Gossip. Ah, er wollte gerade sein Assignment machen. Ich weiß gerade nicht, was er für einen Wunsch erfüllt bekommen hat. Have a party. Influence someone to play a prank. Kurz Pause. Das will ich tatsächlich mal play computer game. Das könnten wir auch noch machen, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Aber das könnte ich mal tatsächlich mal versuchen. Influence to play a prank on. Okay, ich weiß jetzt nicht, wer die sind, aber wir nehmen einfach mal Johnson. So. So, gibt's hier eigentlich irgendwo was zu essen? Ich kann mir was kaufen, das will ich aber nicht. Warum jetzt klassische Musik im Flower Power Raum ist, weiß ich auch nicht. Irgendjemand hat es umgestellt. Wieso haben wir jetzt alle diese komischen... Oder hat sie uns jetzt den Streich gespielt? Ich glaube, es hat nicht geklappt. Ja, es hat funktioniert. Ach, Johnson ist natürlich er. Oh mein Gott. Okay. Talk, Share Interests. Ich will natürlich jetzt langsam mal wissen. Oh je, ich muss dringend weitere Paper machen. Er ist mein Freund, sehr gut. Dann Walk to Lot. Wo denn? More? Nee. Ich kann es auch anders machen. So, walk to Lot. Home. Was habe ich denn gerade für Erinnerungen? Na, zu spät. Ja, ich gucke aber gleich trotzdem nochmal nach. Oh, liegt da schon Schnee? Oder ist das Hagel? Das sieht aus wie Hagel. Okay, wir brauchen dringend Hygiene. Oh, er hat Liebesbriefe bekommen. Er hat Liebesbriefe bekommen. Take a shower. Du sollst eine verdammte Dusche nehmen, bevor du essen gehst. Na also, war das denn so schwer? Ach so, da ist...
Da ist auf der einen Seite und direkt auf der anderen Seite ist... Oh, irgendwo hat jetzt ein Baum Feuer gefangen da draußen. Hoffentlich fängt jetzt nicht gleich das Haus Feuer. Baum lebt immer noch. Was muss ich denn eigentlich lernen an Skills für die nächste Klausur? Charisma. Dazu brauche ich einen Spiegel. Okay, genug geschlafen. Oh ja, spiel mal ein bisschen Computer. Was will er machen? Play. Ach, er will Darts spielen. Nee, 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 spiel Computer. Dann kriegst du auch noch eins von deinen Wünschen erfüllt. Ach, wobei Darts wäre auch ein Wunsch von ihm gewesen. Naja. Warum machst du nicht da direkt die Hausaufgaben? Okay, aber ach, da könnte ich auch noch Practice Speech machen. Okay, da muss ich mir keinen Spiegel kaufen. Das machen wir dann gleich, wenn wir das Haus... Wenn wir das Assignment gefinished haben. Ach, er hat Glas in einer Stunde. Was können wir denn davon denn locken? Pull prank. Stay home from class. Influence someone to play a prank. Okay. Go to community lot. Oh ja, das können wir auf jeden Fall locken. Das habe ich nämlich auf jeden Fall auch vor. So. Nee, nee, nee. Du gehst nicht Computer spielen. Walked a lot. Community lot. So, SimCity University. Campus.
Coffee House, da waren wir schon. Campus Gym waren wir auch schon. Campus Lounge waren wir noch nicht. Wie ist seine Leistung im Moment? Ah, sie ist gut. Sie ist nicht besonders gut, aber sie ist gut. Da liegt auch schon wieder der Hagel auf der Straße. Obwohl die Sonne scheint. Okay. Was ist denn das hier für ein Lot? Oh, Jess ist wieder da. Ah, es ist doch nicht Johnson. Johnson war nicht Jess, mit dem ich vorhin den Prank geplayt habe. Was macht er denn gerade? Warum geht er nach oben? Ah, er will Flipper spielen. Okay. Oh, hier kann man Musik machen. Ist das ein Wunsch von ihm? Nee, er will neue Klamotten. Ah, er play the drums. Das mach doch mal bitte. Ich könnte auch versuchen, einfach nur jeden, den ich irgendwie finde, kennenzulernen. Aber ich muss ja mit den Leuten befreundet sein, damit ich auf das Secret Lot kann. Ja, im Extremfall muss ich tatsächlich erstmal nochmal recherchieren. Make Drinks. Wo kann ich denn das hier machen? Gibt es hier irgendwo eine Bar, in der ich... Er hat ja, glaube ich, auch schon ordentlich Creativity, ne? Ja, er hat schon ordentlich Creativity. Hier oben kann ich keine Drinks machen. Also wenn dann nur hier. Ah, da. Nee, das ist... Da kann ich höchstens einen Drink ordern, aber keinen machen. Komisch. Freestyle for Tips. Kann das schon ganz gut. Ah, hier kann man einen Kaffee bestellen, ja. Es ist ja auch eine Kaffeebar. Aber es ist nichts zu sehen, von irgendeinem weiteren Secret Society Guy. Na komm, ich warte jetzt nicht noch länger. Walk to Lot, du gehst einfach direkt zum nächsten Community Lot. Sim State, yes, on the University Central Quad. Oh, das könnte doch ein Ort sein, an dem viele Sims rumlaufen. Da ist er schon wieder, der Jess. Und da ist Marsha. Cadence. Wie sieht er denn aus? Der sieht aus wie... Credence aus die fantastischen Tierwesen. Ja, jede Menge Sims, aber nicht mehr. Was hat er jetzt gemacht? Jetzt hat er, ich glaube, er hat Burger gegrillt. Ja,
Ja, aber mehr ist dieser Quad auch nicht. Das ist einfach nur ein Park. Ist das hier ein Pool? Get in, ja. Da könnte man dann Marco Polo spielen. Da sieht man sieht ja auch schon hier an seinem Anzug, an dem diesem Aufnäher, dass das irgendwas Besonderes ist. Hier geht's auch nichts. Dann mach einfach mal bitte College. Wo war hier College? Du Assignment. Du musst jetzt mal auch mal ein bisschen was fürs College machen. Du kannst nicht die ganze Zeit nur durch die Gegend latschen. Oh, da ist doch noch jemand hier. Ja. Den werde ich definitiv auch sofort greeten. Los, steh auf. Pause. Das ist komisch. Manchmal, wenn die, dann rennen die dem hinterher und wenn sie, wenn er zu weit weg ist, dann bleibt er irgendwann stehen. Nun komm schon. Warum läufst du nicht? Ach. Vielleicht kommt er ja wieder. Na gut. Er hat noch Energy, das heißt, er kann definitiv noch ein bisschen College Assignment machen. Nein. Du hast schon 9% von dem Assignment hier gemacht. Was machst du denn? Wo rennst du denn hin? Kann es nicht. Ah. Na, die Hexe ist da. Und jetzt ist auch noch ein Gewitter. Naja, ich weiß, du stinkst. Du willst dich unbedingt duschen. Aber du musst noch die andere. Das andere Assignment machen, das du jetzt da hingelegt hast. Die Assignments dauern auch immer gleich lang. Es ist nicht so, dass die irgendwie schwerer werden oder sowas. Nicht ganz ideal, realgetreu. Okay, danach gehst du aber definitiv zurück. Ach nein. Walk to Lot Home. So. Nein. Jetzt kamen gerade noch ein paar Typen, die sahen sehr danach aus, als wären sie von der Secret Society gewesen. Aber in dem Moment war es schon zu spät. So, take a shower. Clean. Thank you.
So, er hat noch ein bisschen Energy übrig. Ich könnte ihm noch versuchen, Charisma zu holen. Practice Speech. Sehr gut. Ja, er muss zur Schule. Schön, dass das mit dem Wecker so gut klappt. Warum war da jetzt die Kamera? Yeah, booyah, this week's amazing. Ja, er hat richtig viel Erfolg. So, ruft seine Freundin an. Oh, sie ist nicht da. Oh, die steht auf ihn. Talk, Chat. Okay, jetzt ist sie weg. Aber wir werden die Gelegenheit auf jeden Fall nutzen, weil die wohnt hier ja auch in dem Studentenwohnheim. Hier, play catch. Was? Was hat denn der für ein Kuhkostüm? Okay. Walk to lot, community lot. Oh, jetzt hat er einen gefurzt. Okay. Central Quad, da können wir dann auch noch mal irgendwo hingehen, aber jetzt gehen wir in den nächsten Park, Chestnut Park. Oh, da ist jemand, da ist jemand. Greet. Und Travis ist, glaube ich, auch. Los,
Ja, ich glaube, sie will gehen. Ja, sie will gehen. Ja, okay. Spring durch den. Ist auch keine schlechte Idee, einfach mal. Das ist Jess. Also manchmal muss man einfach gucken, dass die im Formalware rumlaufen anscheinend. Das Formalware ist das, was sie brauchen, um sie, damit sie zu erkennen sind. Weil der hat jetzt definitiv kein Formalware angehabt. Oh. Greed. Oh, das ist die Schwester von Jess, oder? Sie hat nämlich auch so ein Zeichen auf ihrer Jacke. Talk, Chat. Talk, Chat. Talk about hobby, sports. Warum redet ihr nicht miteinander? Ach. Sie wird jetzt von dem Scharlatan hier verarscht. Okay, jetzt reden sie miteinander. Nein, du sollst hier nicht flirten. Du sollst noch mit dir reden, jetzt wo du so stinkst. Share interests. Oh, Daryl has a final exam in 1 hour? Wieso in 1 hour? Okay, hätte ich nicht gedacht. Ja, okay, mein Gott, er stinkt nur und er muss auf die Toilette, aber ansonsten ist er einigermaßen fit für die Klausur. Wow, Daryl finished the semester with high enough grades to snag a spot on the coveted Dean's List. Great work. Und er hat schon wieder eine 1+. Ja, der Typ ist echt der Hammer. Okay, ja, geh erstmal auf die Toilette. Ist vielleicht keine schlechte Idee. Währenddessen gucke ich mir mal an, wie deine Beziehungen sind zu den... Also zum einen ist es Jess. Das ist immer noch eine gute Beziehung. Ich mal. Das ist Kendall. Zu dir hast du auch schon, die ist auch schon Friend, aber es sind nicht deine Freunde. Du bist mit denen befreundet, aber sie nicht mit dir. Das heißt, du musst doch wesentlich mehr mit denen reden. Aber ich habe wenigstens schon mal den Kontakt. Und wo ist jetzt die Schwester von Jess? Er macht eine Katzenwäsche. Ah, nein, 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 nicht Pillow Fight. Play Catch.
So, jetzt will ich ihm auf jeden Fall entertainen. Er will ihm einen Joke erzählen. Und er will ihn appreciaten. Er will ihm nochmal einen Joke erzählen. Ja, okay. Erzähl ihm noch einen Joke und dann geh nach Hause. Ach, jetzt macht er auch noch... Ah, shit, ich wollte ihn noch nach Hause schicken. Egal. Walk to Lot home. Nein. Das machst du nicht. Du machst die verdammten Hausaufgaben zu Ende. Malcolm Landgrab the Fourth is romancing Tessa Ramirez. Mach das verdammte zu Ende. Warum macht er das nicht zu Ende? Ich weiß, deine Hygiene ist scheiße. Ja, okay, ich... Wash hands. Wann ist deine nächste Vorlesung? Um 2 Uhr nachmittags. Okay, wir müssen auf jeden Fall noch irgendwie ein bisschen schlafen. Das war eine dumme Idee, die. Ja, da sind noch mehr Leute, die. Ja, okay, du hast Hunger. I know. Ah, jetzt will ich nicht mehr warten. Was? Wieso? Ach. Ja. Nein! Das walk to Lot. Home. Ah. Ja. Du brauchst noch mehr zu essen.
Glas. So. Oh, seine Leistung ist nicht mehr so toll. Du brauchst jetzt aber erstmal Fun. Und du brauchst Energy, ja. Geh erstmal schlafen. Das ist wichtig. Sleep. Bevor ich ihn wieder zum Arbeiten schicke. Ich weiß, du willst Fun. Du kriegst auch gleich Fun. Worauf hast du am meisten Lust? Marco Polo, Slapdance, Smushles. Okay. Oh, ich glaube, da will jemand... okay. Ich dachte gerade, sie wollte mit ihm Wuhu haben. Kann er denn join, join, join? More? Join. Aber er hat gar keinen. Er hat gar nicht mehr den Wunsch, jemanden zu joinen. Du sollst dich relaxen. Lass mal was essen. Und dann ein Computerspiel spielen. Das ist schon wieder der. Warum hast du jetzt schon wieder erst Computer gespielt und dann gegessen? Ja, wahrscheinlich, weil das Essen weg war. Wie sieht denn gerade die Witz? Okay, ist immer noch lange nicht Friendship. Schauen wir mal. Kriege ich die alle zusammen? Also ich bin mit zwei Leuten befreundet. Mit dem Jess und mit der Kendall. Und... aber die... Ist es sie? Nene Young? Nee. Marsha? Das war nur sein Crush. Hier, Asia Landchild. Okay, mit der hab ich noch nicht mal... aber ich kann sie alle einladen, die Leute. Okay. Gut. Das werde ich dann nämlich auch machen. Scheiße, er ist wieder... schlafen.
Wen will er asken? Oh, Kendall ist da. More join. Warum? Play, play, catch. Warum klappt es nicht? Ach, sie geht schon wieder. So, ich möchte jetzt mal wissen, ob die Hausaufgaben, die ich jetzt in dem anderen Lot habe liegen lassen, ob die noch da sind. Oh, ich habe schon wieder... Ah ne, ich dachte, ich hätte jetzt Post bekommen. Nö. SimCity University, Chestnut Park. Wann habe ich nochmal Vorlesung? Um 14 Uhr. Nee, ist nicht mehr da. Ja, befreundet sind sie aber noch nicht, ne? Talk about Hobby, Fitness. Ich habe keine Ahnung, was sie interessiert, damit sie ein bisschen besser mit mir befreundet ist. So, dann machst du aber definitiv noch ein Assignment. Ah, er muss schon wieder zu... So, Beziehung ist jetzt bei ihm bei 99, Friend, aber... Ja, mach erstmal dein Assignment. Das ist nämlich fast fertig, ja. Nee, er fängt tatsächlich von vorne an. Das kann da wohl nicht wahr sein. Oh, da ist noch einer. Ich
Irgendwie ist es ein bisschen schwierig, sich mit dem zu befreunden, mit der zu befreunden. Talk, chat. In the event of Chico Ramirez is passing, the following business. Okay, ja. Ramirez, die Ramirez-Familie ist mir nicht so bekannt. Oh, ich glaube, der. Okay. Mach mal, grill mal. Was macht der eigentlich immer? Der stößt die Leute heftig vor den Kopf. Okay, Environment ist total scheiße. Naja gut, geh nach Hause. The more walk to lot home. Was wollte der? Der wollte irgendwas mit ihm machen. Der Typ mit dem Kuhkostüm.
Aber er braucht noch einen Charisma-Punkt. Das macht ihm keinen Spaß. Ja, nicht sehr viel. Ja doch, jetzt macht es ihm mehr Spaß. Aber es ist halt einfach nicht seine bevorzugte Aktivität. Das ist einfach so. So, jetzt hörst du auf, jetzt hast du wieder ein bisschen Fun. Und du fängst erstmal was an. Erstmal essen. Und dann wird Charisma geübt. Muss in die Vorlesung. Das machen wir direkt, aber direkt danach weiter. Ja, die Abschlussprüfung sind sowieso in 13 Stunden. Dann ist das Semester nämlich auch rum. Oder das ganze Jahr ist rum. Und seine Noten sind jetzt... Ja, sie sind okay. Vielleicht schaffen wir es in der Zeit noch, das Charisma hochzukriegen und noch einmal das Assignment zu machen. Geschafft. So, warte mal, warte mal. Ich will hier mal joinen. Das macht ihm vielleicht Spaß. Ja, er hat Fun. Oh, da läuft hier jemand am... Ah, nein, nicht. Streaking. Rennt nackt durch die Gegend. Aber das Dancen macht ihm auf jeden Fall Spaß. Wie sieht es jetzt aus mit der... mit den Noten? Boah, die sind sehr gut. Gut, wann ist die in 7 Stunden? Ja, so lange können wir nochmal versuchen. Gucken, ob er vielleicht irgendwo ist jemand dann auf dem Lot hier von denen? Nee. Ja doch, da ist sie doch, da ist sie doch. Play. Punch you, punch me.
Was wünscht er sich? Buy a birdcage. Mhm. Win a dance contest. Wie geht denn das nochmal? Your Sim wants to win a dance contest. Na, na, na. Ah, DJ, okay. Nee, wir machen Catherine. Oder von mir aus auch jemand anders. Hat sie jetzt den Prank gemacht? Entertain. More. Tell a story. Computers. Das hat sie, glaube ich, gut gefunden. Ach nein, nicht School Cheer, sondern Entertain. Buster Move. Na gut. Ich weiß gerade gar nicht, was er macht. Er guckt irgendwo zu. Ach da, okay. Ja, ist doch... Ja, es dauert noch eine halbe Ewigkeit, bis wir mit denen so gut befreundet sind. Ich weiß nicht, wie man das schafft. Wie man das schneller schafft, dass Leute mit einem befreundet sind. Wahrscheinlich appreciaten oder sowas. Ihnen in den Arsch kriechen oder so ein Zeug. Boah, mach bitte mal die Musik aus. Ich habe jetzt genug von Jazz. So, wann ist die Exam? In 2 Stunden. So, Abschlussprüfung im Semester und dann machen wir ja auch wieder eine Pause. Es dauert auch noch ein bisschen, bis wir die Leute alle auf unsere Seite gezogen haben, dass die wirklich mit uns befreundet sind. Vielleicht muss ich auch nochmal gucken, wie man das ein bisschen schneller macht. Außer über Appreciaten. Wow, Daryl finished the semester with high enough grades. Ja, ja, wieder coveted Dienstlist. Daryl has met all the requirements to become a junior. Daryl finished the semester with a grade of A+. Und ich habe wieder 1200 Simoleons. Ich habe jetzt fast 7000 Simoleons auf meinem Konto. Ich gebe das Geld ja gar nicht aus. Daryl has gained enough life experience to change aspirations. Would you like to change Daryl's aspiration? Nee, warum? Das ist ja alles schon, das ist alles fest, das ist gewürfelt. Nee, ich will das nicht changen. Okay, jetzt putzt er den Bürgersteig, auch nicht schlecht. Gut. Jetzt sind wir im Junior Year und was braucht er alles als nächstes? Na, ich muss ihm überhaupt nichts beibringen. Er hat schon alles. Er hat genügend Body und er hat genügend Creativity. Alles klar.
Dann geht es jetzt tatsächlich nur darum, wieder diese Assignments zu machen und endlich mal die Leute zu finden. Na gut. Dann danke fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.